Wenn Tote aus den Gräbern kriechen, sich Zombies über den Rasen schleppen, fiese Clowns ihre böse Fratze zeigen, krude Figuren sich fast zerreißen und Riesenspinnen Häuser besetzen, dann ist Halloween. Gut zwei Wochen lang war dieses Haus in der Itzehoer Lindenstraße eine echte Attraktion. Ein Itzehoer hatte seinen Vorgarten zu einem Kabinett des Grauens umgestaltet und damit für fröhliche Gruselstimmung bei Kindern und Erwachsenen gesorgt. In Zeiten der Pandemie wollte der Familienvater mit seinem Horrorgarten für etwas Abwechslung sorgen. Was tagsüber schon echt gruselig aussah, war besonders in den Abendstunden ein echter Hingucker und zog viele begeisterte Blicke auf sich. Viele wollten sich das Spektakel live ansehen, nachdem sie zuvor in den Medien vom Gruselhaus erfahren hatten. Also wir finden das echt super und wir sind auch schon das dritte oder vierte Mal hier. Und heute gerade zu Halloween ist das eigentlich ein Muss. Doch dann wurde dem Spuk schon vor der eigentlichen Geisterstunde ein frühzeitiges Ende bereitet. Der Grund, obwohl der Hausbesitzer mit Schildern und auch persönlich dazu aufgerufen hatte, Masken zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten, hatten sich offenbar nicht alle daran gehalten. Ja, also ich stand hier waren unglaublich viele Menschen wegen diesem coolen Garten. Und dann kam die Polizei und hat alles aufgelöst. Die Kinder tun mir sehr leid, weil... Hier waren halt viele und fanden das total toll. Eben habe ich eine gesehen, die kam aus Heide, extra hierher, um das zu sehen. Und ja, schon schade. Und so blieb Itzehoes Dr. Frankenstein auf Anordnung der Polizei nur eins: abbauen.